Hallo und herzlich willkommen zu den Extremtestern. Heute testen wir eine X-Case. Dieser Koffer soll Wertgegenstände, wie zum Beispiel Objektive oder Kameras, schützen. Und da wir die selbst auch benutzen, wollten wir mal schauen, wie man den Koffern vertrauen kann, um Testbesitz anzunehmen. Wir haben uns eine Uhr geschnappt und schauen dann am Schluss, ob diese Uhr dann auch noch unsere Tests überstanden hat. Wir fangen mal mit leichteren Tests an, dass der Koffer auch eine Chance hat, und schauen mal, wie weit wir es steigern können. Ja, und wir schauen mal, ob der Koffer das überlebt. Also, wir haben heute 10 Eier Sauerkirschen, eine Melone, haltbarer Schmand. Und das hauen wir jetzt alles gegen unseren X-Case. Oh, oh nein! Tim, werf du doch mal. Nein! Also stabil ist er. Ja, der X-Case scheint doch mehr auszuhalten, als wir gedacht haben. Ja, aber es ist ein bisschen dreckig geworden. Kleines bisschen. Wie machen wir denn den sauber? Ich hab da eine Idee. Nicht ganz sauber geworden. Aber hier hat man ein bisschen eine Spannecke gesehen. Den ist trocken. Tipptopp. So, für den Test haben wir uns Kati zuerst geholt. Ja, und ich habe meine schlimmsten Waffen mitgebracht, die Waffen einer Frau. High Heels. Irgendwie hat das nicht so viel gebracht. Hast du irgendwie noch Spitze oder Stärke dabei? Ja, das hat gar nichts gebracht. Aber ich habe da eine Idee. Pass mal auf. Diese hier, schau mal. Die haben unten einen speziellen Metalleinsatz drin. Die sind wesentlich stärker. Die könnten wir mal probieren. Tipptopp, mach mal.
zumindest das Etikett ist abgegangen. Und er hat ordentlich Kratzer jetzt bekommen und Schrammen. Und schau mal hier, das ist ein echtes Metalletikett. Das ist jetzt richtig verbogen und abgegangen durch die High Heels. Auch hinten hat er ordentlich Schrammen jetzt mittlerweile bekommen, auch richtig Tiefe. Also das ist passiert, aber kaputt ist er immer noch nicht. Müssen wir noch einen anderen Test mit veranstalten, oder? Sollen wir den von da oben mal runterwerfen? Ja, der Koffer. Bisschen ramponiert ist er. Auch von Kati. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Test. Weil den Absturz hat es ja ganz gut überlebt. Wir haben uns mehr erhofft, aber schmeißen wir mal aus dem fahrenden Auto. Der Koffer ist immer noch ganz, obwohl wir ihn aus dem Auto geschmissen haben, bei 70 km/h. Ja. Also wir sind jetzt hier bei unserem Versuch mit dem Auto. Hier sind wir vielleicht hier hinten dran. Und wir fahren jetzt hier gleich mal drüber. Genau. Ja. Ja. Ja, hat überlebt. Kannst du den mal nehmen? Also hier. Noch ein paar kleine Kratzer dazugekommen, aber ansonsten. Daumen hoch auf jeden Fall. Ja. So, obwohl wir mit dem Koffer so einiges angestellt haben, was eigentlich mit so einem Koffer nicht passieren sollte, hat er erstaunlicherweise überlebt, zwar mit ein paar Macken, aber er ist komplett ganz geblieben. Jetzt können wir mal schauen, ob das Innere auch noch so ganz geblieben ist. Ja, tatsächlich. Die Uhr funktioniert noch. Die Uhr funktioniert. Und im Koffer ist immer noch trocken, trotz der Waschanlage, trotz der Eier und Ähnlichem. Ganz ehrlich, ich bin überzeugt von dem Ding. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Tests gefallen haben, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Und falls ihr noch andere Ideen für Tests habt, schreibt uns das in die Kommentare und wir schauen mal, was wir damit machen.